Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben hier zu meinem heutigen Video. Ja, im Ausblick 2024 habe ich Ihnen ja mitgeteilt, dass ich gerne ein Fazit ziehen möchte, mein erstes Fazit ziehen möchte in Bezug auf die neue Pflegeausbildung, die generalistische Pflegeausbildung. Ja, mein Name ist Patrick Kallert und ich bin Lehrer für Gesundheitsfachberufe. Willkommen zurück. Ja, zunächst einmal, wenn Ihnen das gefällt, was ich hier so tue und wenn Ihnen meine Videos zusagen und Sie mich unterstützen möchten, würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren zur generalistischen Pflegeausbildung. Einmal zum Verständnis, ich weiß nicht, wie weit Sie alle so auf den neuesten Stand sind. Es gab ja früher die Altenpflegeausbildung, die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung und die Gesundheits- und Kinderkrankenpflegeausbildung. Alle drei Ausbildungsberufe sind ja fusioniert worden, zusammengeschlossen worden und daraus kam die neue generalistische Pflegeausbildung mit der Berufsbezeichnung Pflegefachmann und Pflegefachfrau. Bevor die generalistische Pflegeausbildung 2020 an den Start gegangen ist, gab es ja schon viele Arbeitsgruppen und viele Informationsveranstaltungen bezüglich der neuen Pflegeausbildung. Und hier gab es ja kontroverse Diskussionen, also einiges mit dagegen, dafür, die Pflege muss nicht akademisiert werden und so weiter und so fort. Ja, hier kann ich schon mal meine persönliche Sichtweise dazu schildern. Also ich bin persönlich sehr froh darüber, dass die Pflege sich generalisiert hat und nun auch ein Stück weit eine Einheit geworden ist. Denn mir persönlich hat das immer nicht sehr geschmeckt, dass die Altenpflege und die Gesundheits- und Krankenpflege entsprechend von der Wertigkeit so unterschiedlich wahrgenommen wurde. Ne, die Gesundheits- und Krankenpflege, die Meister der Pflege und die Altenpflege in der stationären Langzeitpflege, ja, die sind ja nur für Körperpflege und so weiter zuständig. Das hat sich auch wiederum widergespiegelt in der Gehaltsstruktur. Das heißt also, in der stationären Langzeitpflege in einem Altenheim wurde schlechter bezahlt als wie in einem Krankenhaus. Ja, die Altenpflege ist ja ursprünglich aus der Hauswirtschaft entstanden und war ja dem Bildungsministerium zugeordnet. Und die Gesundheitskrankenpflege ist ja dem Gesundheitsministerium zugeordnet gewesen. Das hat sich mit der generalistischen Pflegeausbildung ja jetzt verändert. Das heißt, drei Ausbildungen sind zusammengeschlossen und es gibt die eine Ausbildung, die ja dem Bildungsministerium zugeordnet ist. Das erste Fazit ist, es wurde dringend Zeit, eine Gleichbehandlung der Pflegekräfte herbeizuführen, dass altenpflegerische Kräfte eben halt nicht mehr von der Wertigkeit anders wahrgenommen werden als die Krankenpflege. Zudem muss man ja dazu sagen, in der Altenpflegeausbildung haben sich ja auch hochgradig spezialisiert. Sie sind Pflegefachkräfte der Geragogik gewesen und gerade auch im Demenzbereich hochspezialisiert ausgebildet. Auch gerade der Bereich mit Beschäftigungsangebote, zum Beispiel tagesstrukturierende Maßnahmen, das ist schon mal ein ganz eigener Bereich. Und ich persönlich habe ja 97 die Krankenpflegeausbildung gemacht. Ich kann nicht unbedingt davon berichten, dass ich Beschäftigungsangebote gelernt habe, Menschen eben halt auch zu beschäftigen. Auch das Thema Validation war jetzt nicht so umfangreich in meiner Ausbildung gewesen. Es wurde angerissen. Ja, 3 Jahre ist geblieben, das heißt 3 Ausbildungen in 3 Jahren. Selbstverständlich ist es hier der Fall, dass natürlich Themeninhalte auch ein Stück weit wegfallen und man wie sagen wir Lehrer, didaktisch reduzieren müssen, was muss dran kommen, was muss vorkommen und was können wir weglassen. Weil 3 Jahre Altenpflege, 3 Jahre Kinderkrankenpflege, 3 Jahre Krankenpflege, was ist bei allen gleich und wo sind die Spezialisierungen? Und da gibt es ja enorm viele Spezialisierungen. Ja, da muss man sich nochmal überlegen, das Grundverständnis für Ausbildung. Also viele, das erlebe ich oftmals in der Praxisanleitung, Praxisanleiter denken, wenn der Auszubildende 3 Wochen, 4 Wochen oder 1 Monat eingesetzt ist in der Einrichtung, dass er am Ende seines Praxiseinsatzes genauso gut ist wie die Praxisanleitung selbst auch mit 20 Jahren Berufserfahrung. Das ist natürlich nicht möglich. Das wird ein Mensch nicht hinbekommen, der neu in die Pflege kommt und dann so einen Einsatz
im Praxisbetrieb hat. Kommen wir nun zum zweiten Aspekt der Herausforderung. Ja, ich habe mir mal so die jeweiligen Bereiche angeguckt. Herausforderungen im Bereich für Auszubildende, Herausforderungen im Bereich der Träger und Herausforderungen im Bereich Schule. Ja, Herausforderungsbereiche für die Auszubildenden habe ich festgestellt in den 3 Jahren Ausbildung. Gerade die Auszubildenden, die gerade in der stationären Langzeitpflege oder in einer ambulanten Pflegeeinrichtung tätig sind, müssen ganz schön mobil sein. Denn wenn eine Einrichtung die speziellen Fachbereiche nicht bedienen kann, wie zum Beispiel die akutpflegerische Versorgung, Pädiatrie, Psychiatrie zum Beispiel, dann müssen die Auszubildenden ziemlich viel durch die Gegend tingeln. Und somit ist hier auch eine gewisse Mobilität gefordert. Ja, laut dem Pflegeberufegesetz ist es den Auszubildenden zuzumuten, bis zu 100 Kilometer zu seiner Ausbildungsstätte, Praktikumsstelle letztendlich zu fahren. Das wollen wir vermeiden und das haben wir natürlich auch vermieden. Aber es ist für Auszubildende, die letztendlich keinen Führerschein haben, schon eine Herausforderung, letztendlich dann auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die Gegend zu tingeln. Ja, gerade unsere Schule in Delmenhorst, wir haben ein großes Einzugsgebiet. Wir arbeiten mit unterschiedlichen Trägern zusammen, Krankenhäusern. Wir arbeiten mit ambulante Pflegedienste, stationäre Langzeitpflege. Dann ist es immer schwierig, auch Praktikumstellen zu finden für die psychiatrische Pflege und eben halt auch für die Kinderkrankenpflege. Und da kann das durchaus mal vorkommen, dass Auszubildende dann eben halt ein bisschen weiter fahren müssen. Das ist ein Problem, denn der Führerschein ist teuer und nicht jeder junge Mensch kann sich das leisten, direkt nach der Schule dann entsprechend dann auch einen Führerschein umzusetzen. Der nächste Aspekt, wo auch ein Problem vorliegt für viele, ist das sogenannte Zugehörigkeitsempfinden. Ja, Sie sind am Anfang Ihrer Ausbildung im Orientierungseinsatz bei Ihrem Träger. Wenn das jetzt die stationäre Langzeitpflege ist und die Einrichtung keine akutmedizinische Versorgung anbieten kann, so Krankenhaus, innere Chirurgie und so weiter, dann ist es so, dass der Auszubildende in der Regel im gesamten 2. Ausbildungsjahr durch die ganzen Pflichteinsätze durch die Gegend tingelt und dann erstmal so den Bezug zum Träger dann auch verliert. Hier kann ich aber schon mal eins sagen, also meine Erfahrung zeigt, die große Sorge war ja vor der generalistischen Pflege, dass gerade die stationäre Langzeitpflege ihre Auszubildenden verlieren an die Krankenhäuser. Den Eindruck konnte ich tatsächlich nicht machen. Klar waren die Auszubildenden sensationslustig und hatten auch hohe Motivation gehabt, sich mal chirurgisch das anzuschauen, Wunden anzuschauen, in einen Krankenhausbetrieb reinzuschauen. Aber die meisten, wenn denn so der Einsatzzeitraum beendet war und wir denn das Reflektieren in der Schule, wie war denn so der Einsatz, dann sind die meisten Auszubildenden aber auch froh und sagen, ich bin froh, wenn ich in die stationäre Langzeitpflege wieder zurückkam. Warum? Ja, im Krankenhaus ist die Bindung zu den Patienten nicht so intensiv wie in der stationären Langzeitpflege. Viele Auszubildende mögen das, Beziehungsarbeit zu gestalten und eben halt die enge Bindung zu den Bewohnern herbeizuführen und das auch zu leben. Das ist im Krankenhaus ja anders. Der Patient kommt, ist für einen gewissen Zeitraum da, der sehr kurz, sehr begrenzt ist. Die Fluktuation im Krankenhaus ist auch sehr stark gegeben. Das mögen nicht alle Auszubildende und viele Auszubildende haben sich bewusst für die stationäre Langzeitpflege auch entschieden, um diese Bindung zu haben. Also ich konnte eine Abwanderung nicht erkennen, auch so in meinem Umfeld und an den anderen Pflegeschulen, wenn man das mal so diskutiert hat, habe ich das so nicht erkannt. Im Gegenteil, die meisten Auszubildenden waren tatsächlich froh, auch wieder aus dem Krankenhaus weg sein zu können. Ja, wenn man sich aber bewusst entschieden hat fürs Krankenhaus und diese Bindung nicht so lange aufrechterhalten mag, dann ist man natürlich dann entsprechend dann auch im Krankenhaus ganz gut eingesetzt. Aber eine Abwanderung konnte ich nicht erkennen. Tatsächlich nicht. Ja, das so zu den Auszubildenden. Hohe Mobilität wird gefordert. Sie müssen von Pontius zu Pilatus durch die Gegend tingeln, um ihre Einsatzzeiträume und Vertiefungen und so weiter dann auch absolvieren zu können. Das ist schon enorm. Dann wird von Ihnen auch natürlich in der Schule ein breites Wissen abverlangt, denn Sie werden ja in jedem Bereich dann auch entsprechend Einblicke bekommen.
Ja, das ist eine Herausforderung. Schauen wir uns mal die Herausforderungen an für die Träger. Für die Träger ist enorm viel Arbeit hinzugekommen, tatsächlich. Ja, der Träger, der Arbeitgeber des Auszubildenden, hat ja die Verantwortung der praktischen Ausbildung. Und hier gilt es natürlich auch entsprechend einen Zeitablaufplan für den Auszubildenden zu entwickeln über die 3 Jahre Ausbildung anhand der Stunden. Hierzu, welche Stunden erfüllt sein müssen in der praktischen Ausbildung, um zugelassen zu werden zur Prüfung, werde ich hier oben einmal verlinken. Ja, das muss berücksichtigt werden und der Arbeitgeber, Träger der praktischen Ausbildung, sollte eigentlich dann auch Kooperationspartner gründen, wenn er nicht alles anbieten kann. Ja, wenn ich eine stationäre Langzeitpflege habe, dann muss ich das Krankenhaus kontaktieren, um hier eine Kooperation zu bilden. Dann muss die Psychiatrie auch noch angefragt werden und die Pädiatrie muss angefragt werden, um eben halt die Zeiträume zu entsprechen. Dafür ist der Träger zuständig für die praktische Ausbildung. Ja, der Träger kann diese Arbeit delegieren an Schule oder eine zentrale Stelle beauftragen, die die Ausbildungskoordination entsprechend umsetzt. Der zweite Aspekt ist es, Praxisanleiter vorzuhalten. Ja, und das ist schon schwierig manchmal, gerade in der ambulanten Pflege. Da müssen ja auch 2 Praxisanleiter entsprechend zur Prüfung gemeldet werden. Ein, der die Prüfung umsetzt und einer, der stellvertretend ist, falls der eine ausfällt. Das heißt also, 2 Namen müssen da sein. Es müssen weitergebildete Praxisanleiter, Praxisanleiterin sein und sie müssen auch noch die 24 Stunden berufspädagogische Fortbildung erlebt haben in dem Jahr, um entsprechend die Prüfung abzunehmen. Das heißt also, hier ist es ein Fachkraftbedarf da mit einer Weiterbildung. Das heißt, hier ist Personalpower gefragt. Und hinzu kommt auch noch, dass in dem Pflegeberufegesetz drinsteht, dass 10% des Einsatzzeitraumes gezielte Anleitung sein muss. Das heißt, geplant, strukturiert. Hier muss so eine Praxisanleitung auch freigestellt sein, um entsprechend diese 10% gezielte Anleitung auch anbieten zu können. Das war damals schon schwierig in der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, da so auf diese 10% zu kommen. Das auch zu gewährleisten. Ne? Häufig wird ja ein Mangel auch letztendlich verwaltet. Es werden Menschen krank, dann werden Schichten sind nicht ausreichend besetzt. Natürlich wird sofort die Praxisanleitung entsprechend abgezogen, soll natürlich den Bewohner versorgen, weil der steht ja im Fokus. Und entsprechend das dann auch umsetzen. Ja, also Herausforderungen des Arbeitgebers ist einmal Personalpower, Manpower oder Womanpower zu stellen, Praxisanleitungen auch zu haben. Es müssen immer mindestens 2 da sein, um entsprechend die Praxisanleitung auch umzusetzen. Dann muss die Ausbildungskoordination stattfinden. Wenn der Arbeitgeber dies selbst nicht umsetzen kann, kann er es delegieren an Schule. Okay. Des Weiteren ist es so, dass die Bindung gerade im altenpflegerischen Bereich auch bemängelt wird. Der Auszubildende ist im Orientierungseinsatz da, kommt dann zum Vertiefungseinsatz, gegebenenfalls Beratungseinsatz nochmal wieder zurück. Ansonsten ist er die gesamte Zeit über unterwegs und tingelt so durch die Weltgeschichte. Das sind Herausforderungen, die zu meistern sind. Dann sehe ich noch eine weitere Herausforderung. Es ist ja nun Konkurrenz belebt das Geschäft. Hier ist es auch der Fall, dass die Arbeitgeber sich auch besonders attraktiv zeigen müssen. Und hier hat zum Beispiel in letzter Zeit, das ist so meine persönliche Wahrnehmung, der ambulante pflegerische Bereich ganz schön aufgeholt. Flexible Arbeitszeiten, ja, es ist eine Vollzeitausbildung, wir bieten die nur in Vollzeit an. Flexible Arbeitszeiten dennoch und ein Kraftfahrzeug wird zur Verfügung gestellt und kann genutzt werden. Also viele Auszubildende bei uns, die in der ambulanten Pflege sind, können mit ihrem Dienstfahrzeug auch zur Schule fahren. Ja, das ist schon mal auch ein Luxus, der da eben halt dann auch gegeben ist, wo ich sehe, dass da ein Zuwachs und ein hohes Interesse dann auch gegeben. Ja, kommen wir zu den Herausforderungen der Schule. Die Schule hat natürlich auch Herausforderungen. Ja, also wir müssen uns auch breit aufstellen. Also ich muss meine Komfortzone verlassen. Ich muss mich auch eingrooven und einfinden in Themenbereiche, wo ich vielleicht nicht zu Hause bin.
Das heißt also, hier müssen wir auch unseren Unterricht entsprechend dann vorbereiten und müssen uns auch breit aufstellen. Denn ich persönlich habe mit Beschäftigung stationäre Langzeitpflege, Altenheim persönlich im Berufslichen keine Erfahrung. Ich komme aus dem Krankenhaus. Ja, ich bin da sehr breit aufgestellt im Krankenhaus, weil ich viele Jahre auf einer Intensivstation gearbeitet habe. Also das heißt, die Krankheitslehre liegt mir sehr und auch die Pflege, pflegespezifische Tätigkeit in Bezug auf Krankheitsbilder liegt mir auch sehr. Aber kommen wir nun in die ambulante Pflege und gucken uns mal an, was dann so die Anordnung und SGBs und so weiter und so fort. Pflegegrade, dann bin ich da schon ein bisschen raus. Genauso wie mit der Kinderkrankenpflege. Das heißt also, wir müssen uns Experten an die Schule holen entsprechend, die auch diese Fachbereiche dann entsprechend auch unterrichten können. Das heißt also, wir müssen uns hier auch breit aufstellen. Dann hat die Schule ein weiteres Problem. Vorher in der Gesundheits- und Krankenpflege war es nicht der Fall. In der Altenpflege war es schon der Fall. Aber hier in Niedersachsen haben wir noch das Gute, dass wir die allgemeinbildenden Fächer anbieten dürfen oder müssen sogar, also Deutsch, Englisch, Politik, Religion oder Werte und Normen. Ja, finden Sie mal jemanden, der das unterrichten kann und auch darf. Weil hier ist es nämlich so, alles muss Master haben, es muss hochqualifiziert sein, High-End-Abschlüsse ohne Ende, um hier eben halt dann an der Berufsfachschule Pflege entsprechend auch unterrichten zu können. Ja, auch wir haben Fachkraftmangel und auch wir kriegen das nicht immer besetzt. Und gerade in dem Bereich der allgemeinbildenden Fächer, finde ich, ist das auch echt ein Kraftakt, da jemanden zu finden. Zudem muss ich sagen, allgemeinbildende Fächer, was halte ich davon? Ja, also Politik zum Beispiel. Wir machen ja schon im Rahmen des Pflegeunterrichts ja auch schon pflegepolitische Themeninhalte mit rein. Ne, was ist so gerade aktuell angesagt? Was kommt aus dem Gesundheitsministerium? Wie ist das mit der Krankenhauslandschaft? Wie ist das überhaupt mit der Pflegelandschaft? Dann war ja die Pflegekammer. Nun ist die Pflegekammer wieder weg. Das sind ja schon Themeninhalte, die wir machen. Und wir besprechen natürlich auch das Thema Ethik sehr ausführlich, ne, auch ethische Dilemma und ethische Fallbesprechungen sind auch in unserem Pflegeunterricht gesehen. Warum jetzt noch Religion oder Werte und Normen, wo auch Ethik ein Thema ist? Politik, Werte und Normen, Englisch. Wir haben viele Menschen im Kurs mit hohem Migrationsanteil. Da muss ich sagen, finde ich das einzige allgemeinbildende Fach sinnvoll und wichtig und das ist Deutsch. Deutsch finde ich nach wie vor wichtig. Die anderen allgemeinbildenden Fächer finde ich überflüssig, um ehrlich zu sein. Aber das ist wie gesagt meine persönliche Meinung. Des Weiteren finde ich ein großes Thema, was man auch berücksichtigen muss. Wir sind ein kleines Team, kleines Lehrerteam. Und wir müssen unzählige Praxisbegleitungen umsetzen. Ne? Also wir haben ja einmal hier unsere Theoriestunden zu erfüllen und sollten hier ja auch denn unseren Unterricht am Leben halten und den Stundenplan dann auch füllen und gut besetzen. Aber es ist immer irgendjemand unterwegs. Also diese unzähligen Praxisbegleitungen im Orientierungseinsatz, eine Praxisbegleitung durch Lehrer und Praxisanleiter vor Ort. Denn die ganzen Vertiefungseinsätze, Pädiatrie, Psychiatrie, Krankenhaus, da machen wir ja innere Medizin, Chirurgie, das ist immer belegt mit einer Praxisbegleitung. Denn im Vertiefungseinsatz nochmal eine Praxisbegleitung für die auch eine Probevorprüfung, also eine Probeprüfung umzusetzen, Probeexamen und dann letztendlich die Abschlussprüfung. Und so eine Praxisbegleitung braucht Zeit. Also ich tingel teilweise hier also durch die Gegend von, wenn wir jetzt mal unseren Raum und Rahmen angucken, bin ich dann von Norden, Hamm, Bremen, Wesermarsch, die ganze Region unterwegs, um eben halt eine Praxisbegleitung zu machen. Und das ist ja dann auch eine 1:1 Betreuung. Und dann bin ich auch circa 4 Stunden mit einer Praxisbegleitung beschäftigt. Ich muss dahin, ich muss die Praxisbegleitung umsetzen und ich muss auch gegebenenfalls wieder zurück. Und es macht nicht unbedingt Freude, vormittags eine Praxisbegleitung zu machen und nachmittags dann entsprechend noch 4 Stunden Unterricht.
Das ist eine Herausforderung. Dazu sollte man sich Gedanken machen, wie man es umsetzen möchte. Ich persönlich hätte die Idee zum Beispiel, ja, man hat es schon mal gemacht in der Krankenpflege. Als dann die Gesundheits- und Krankenpflege kam, mussten ja die Praxisanleiter wieder zurück aus den Schulen, wieder in die Betriebe, durften den Schulen nicht zugeordnet sein, weil Schulen durften nur mit Bachelor oder Master, jetzt Master auch, quasi nur tätig sein. Aber ich finde, es sollte wieder Fachpraxislehrer geben dürfen, die eben halt die Praxisbegleitung in den jeweiligen einzelnen Einrichtungen umsetzen, sodass man auch Kapazität hat, den Unterricht zu gestalten, den Theorieunterricht. Ja, nochmal zu dem Aspekt breit aufgestellt, keine Spezialisierung. Was kommt am Ende für ein Produkt raus? Ich habe für mich gelernt, Sie sind fortgeschrittene Anfänger. Sie entwickeln eine Könnerschaft. Experten, Pflegeexperten werden Sie nur nach zweijähriger Berufserfahrung und entsprechender Weiterbildung. Und ich finde, hier sollte man im Rahmen der generalistischen Pflege auch nochmal einen Fokus drauf legen. Nach der Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung gleich in der Psychiatrie starten, war ich in der Psychiatrie auch kein Experte. Das heißt also, hier gibt es die Weiterbildung für den Pflegefachkraft für die Psychiatrie. Und in diese Weiterbildungssektor Fachkraft zu sein für einen bestimmten Bereich, innere Medizin, Chirurgie, Psychiatrie, Geriatrie oder auch Pädiatrie, wo ja auch immer sehr viel Konfliktpotenzial da ist. Die Kinderkrankenpflege fühlt sich ja da sehr abgeschlagen. Das ist auch so. Also man muss sagen, wir haben eine curriculare Einheit, die sich mit Pädiatrie entsprechend intensiv dann auch beschäftigt. Aber eine Kinderkrankenpflegeausbildung ist es nicht mehr. So. Und hier finde ich, ist das Thema Einarbeitung, Onboarding ganz wichtig. Das heißt, jemand, der Pflegefachmann oder jemand, die Pflegefachfrau ist, muss gut eingearbeitet werden, gerade in so Bereichen, wo wenig Aufmerksamkeit im Rahmen der Ausbildung zu dem Bereich da ist. Und der nächste Aspekt ist Fort- und Weiterbildung. Und in diesem Bereich, finde ich, sollte noch mal intensiver sich Gedanken gemacht werden und entsprechend das auch ausgebaut werden, sodass diese Menschen entsprechend auch gut ankommen und sich spezialisieren können. Ja, aber was wird erwartet? Ne? Besonders im altenpflegerischen Sektor erlebe ich das immer sehr oft. Heute examiniert, morgen Wohnbereichsleitung, übermorgen Pflegedienstleitung. Und es entsteht eine Überforderung, weil eben halt auch die Weiterbildung erst dann im Anschluss da sind. Ja, es gibt keine Fachkräfte, es gibt Positionen, die nicht besetzt werden. Also mach du mal. Also viele werden ja auch geschickt, das erlebe ich auch in den Weiterbildungen. Ich mache die Praxisanleiter-Weiterbildung bei uns, also die berufspädagogische Qualifizierung in der Praxisanleitung bei uns. Und viele werden einfach auch geschickt. Ja, so ist das. Das heißt, sie sollen funktionieren, wenn sie denn fertig sind, rauskommen. Den Gedanken, finde ich, sollte man sich mal verbieten und sagen, hallo, wir haben hier eine neue Mitarbeitende, Mitarbeiter, Mitarbeiterin, die möchte gerne hier bei uns sein. Also müssen wir auch Angebote machen, wir müssen kreativ sein, wir müssen smart sein für die neuen Mitarbeiter und entsprechende Einarbeitung anbieten, sodass die dann auch sich hier irgendwann zu Hause fühlt, die Fachkraft. Das ist so meine persönliche Sichtweise dazu. Ich finde es gut, in Bayern zum Beispiel habe ich jetzt gelesen, gerade in der Kinderkrankenpflege. Das heißt, wenn Sie sich dafür interessieren, in der Kinderkrankenpflege zu arbeiten, werden Sie dort nochmal explizit nach der Ausbildung, weil Sie nur die Könnerschaft entwickelt haben, spezialisiert. Und ich finde das richtig super. Also das heißt, ich zum Beispiel als Krankenpfleger hätte unheimlich gerne, weil ich habe einen super Einsatz gehabt in der Kinderklinik, hat mir sehr viel Freude gemacht, mit den Diabetikerkindern zu arbeiten, konnte mir das vorstellen, habe mich aber nicht getraut, weil ich wäre der einzige Mann gewesen dort, der die Kinderkrankenpflegeausbildung macht. So. Jetzt mit der Generalistik kann ich hinterher entscheiden, möchte ich in diesen Bereichen arbeiten, wo möchte ich eigentlich arbeiten. Und ich finde das ganz hübsch, dass man sich selbst entwickeln kann, vielleicht auch mal wechseln kann und ich trotzdem auch Fachkraft bin. Ja, wie ihr merkt, gibt es da unzählige Aspekte, die man da berücksichtigen kann. Ich kann mich in meinen Reden auch verlieren, aber gut. Ich hoffe, ich konnte das soweit plausibel darstellen, wie mein erstes Fazit der generalistischen Pflege ausgesehen hat. Ja, falls Sie interessiert, das, was ich tue und falls Sie mich unterstützen möchten, abonnieren Sie doch meinen Kanal.
und verpassen Sie keine weiteren Videos von mir. Ich wünsche Ihnen alles Gute und bis dahin, tschüss.